So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag wieder mal, weil gestern gab es ja die legendäre Mittagspause und das Kampf-Event war zu Ende, da habe ich die zwei Videos vorgezogen und jetzt gibt es auch noch ganz was Kurzes, was ich noch einblenden wollte, denn eine neue Deoxys-Form ist verfügbar, beziehungsweise kommt jetzt demnächst, ihr habt alle bestimmt die Ingame-Benachrichtigungen bekommen, ab 25. März wird Deoxys in seiner Verteidigungsform in den Raids verfügbar sein, wird nicht solo machbar sein, ihr braucht da wirklich schon 3, 4, 5, 6 Leute, wie auch immer. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, nicht so drahtig wie das sonst immer, sondern eher so ein dicker Brocken, den man vielleicht auch gut in der Superliga bei Pokémon einsetzen kann. Denn der kommt nicht so hoch, der kommt auf 2200 oder wenn ihr den fangt, habt ihr dann so 1200, 1300 fast. Also könnt ihr vielleicht für PvP nutzen, hat gute Verteidigung, kann coole Moves erlernen auf jeden Fall, auch mit Konda zum Beispiel als Quick Move oder eben irgendwas anderem als Charge Move. Das seht ihr ja alles, wenn ihr euch euer Deoxys dann anschaut. Aber heute geht es natürlich wieder um die Highlights der Woche und den Schocker der Woche, den wir am Ende wieder für euch präsentieren. Und deswegen geht's jetzt los. So, wie schon gesagt, war die ganze Woche das Kampf-Event, das ist jetzt vorbei und der Stefan Landei, der auch die Aktion mit diesem No Gym 2019 Account gemacht hat, wo er wirklich ohne Team, ohne Raids, ohne Arenen, ohne alles versucht Level 40 zu erreichen, der hat auf jeden Fall auf seinem Hauptaccount einen Amengi gefangen, einen Shiny, hat gut gestartet auf dem Weg zur Arbeit irgendwie. Und auf dem Weg nach Hause irgendwas, auf jeden Fall hat er kurz danach auch noch ein Shiny Macholo bekommen. Richtig gute Sache. Dann gab es letzte Woche ja auch schon X-Rays von Deoxys noch in der Angriffsform. Und da habe ich einfach mal ein 100% better geboostetes Deoxys mit auf Level 25 bekommen. Kann man mal mitnehmen, aber leider nicht auf meinem Account, sondern auf dem zweiten Account. Deswegen gab es auch kein Video darüber, habe ich aber trotzdem einen Screen gemacht, hier mit reingearbeitet. Die Terrorzicke und wieder Erfolg gehabt, hat ein Shiny Zickzacks bekommen. Da fehlt mir auch noch ein zweites, auf jeden Fall Glückwunsch dafür. Dann habe ich auch mein erstes Macholo bekommen mit 770 WP, was nicht das einzige sein sollte. Wer die Videos verfolgt hat, wird das schon wissen. Bob the Rob hat auch ein Shiny Macholo bekommen, auch Glückwunsch dafür natürlich. Der kleine Hulk Extreme hat, das sieht aus wie aus der Quest, Level 15 denke ich mal, ein 98er Voltenso bekommen. Glückwunsch dafür auch, dann habe ich mal einen Spezialtausch gemacht und was mir am meisten fehlt im Lucky Deck sind die Legendären, weil ich nie dazu komme, Legendäre zu tauschen. Da hat es geklappt, das erste Dialga, was ich mir getauscht habe, ist gleich direkt ein Lucky geworden. Auch Wetter geboostet, wie man sieht, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen auf den ersten Blick. Auf jeden Fall, die Dialga jetzt also egal auf den zweiten Accounts, die sammle ich da ja nur, um sie zu tauschen mal, dass der Dex-Eintrag lucky wird. Hat sich jetzt erledigt damit. Der Extreme, so, damit wäre das auch erledigt, hat also jetzt endlich seine Machomais entwickelt. Die ganze Zeit hat man ja gehofft, dass das vielleicht trotzdem an einem Community Day kommt und man dann noch eine Spezialattacke bekommt. Jetzt sind die Shiny so rausgehauen worden, deswegen hat er sich jetzt getraut, seine 100er zu entwickeln. Hat gleich 3 Stück gemacht auf 3056. Der Beverager, gestern auf dem Heimweg geklickert, ein 93%iges Shiny Makuhita auf Level 28. Cool auf jeden Fall, wenn man einen Shiny klickert, dann auch noch, wenn es so ein richtig gutes, hohes Level hat und mit so guten IV ist mal was Seltenes. Meistens haben die Shinies ja immer Dreckslevel, vor allem die geklickerten oder eben schlechte IV, aber er zeigt uns, dass es auch anders geht. Der Keller hat auch aus der Forschung einen 100% Nocturne bekommen auf Level 15, auch richtig genial, da hat sich das Kampf-Event auf jeden Fall gelohnt. Der Fabian Prowatzki, yeah, schreibt er hier, hat auch ein Shiny Mankey bekommen. Nochmal Bob the Rob mit der Macholo-Party, wie man sieht, sitzen die ganzen Macholos da unten, chillen in der Gang, da ist noch ein Nidoran, da ist noch ein Makuhita und einem ist schon schlecht, denn da hat er sein zweites Shiny Macholo bekommen. Richtig genial und guckt euch das Level an mit 1042 WP. Also richtig krass, das würde ich sofort nehmen und zum Machomai machen. Ein richtig dicker Brocken,
Aber gut, da fehlen ihm die Bonbons dazu noch momentan. Aber hat er vielleicht während des Events da noch gesammelt? Denn das war, glaube ich, ziemlich zum Anfang auch. Und richtig genial, da ist die Machomai-Party, die Macholo-Party. Und einem davon ist schon schlecht. Und das ist der krasseste, dem ist am meisten schlecht. Dann eigene Nummer, der Bockwurst-King hat ein Level 25er Hopspross gefangen. Richtig gute Sache natürlich, würde ich sofort auf Max pushen, das beste Pokémon überhaupt. 1636, ja, das ist die Wucht. Der Hoffi hat uns gezeigt, ein Palkia, was er sich getradet hat mit, das hat ihn ziemlich getriggert, denn das hatte den besten Satz. Er hat auch hier geschrieben, Palkia mobbt mich, eben weil es ihm angezeigt hat, bester Satz, KP beste, Verteidigung beste, Angriff auch klasse. Und dann kam nur der zweite Satz. Er hat schon wirklich gedacht jetzt, oh krass, alle drei Werte auf 15, bester Satz und das ist ein 100er. Dabei sind die Werte nur auf 13. So kann es gehen. Trotzdem coole Sache natürlich. Ein Glückspalkia fehlt mir nämlich auch noch. Muss ich mir auch noch traden. Der Nebels, also Grüße raus an Marco, der hat sein ganzes Tauschglück verballert, weil er mit jemandem getauscht hat, der noch alte Pokis hatte, die alle auch noch von 2016 im Juli oder August waren. Sieht man ja hier an dem Datum, 8/2016. Und hat sich da mal 10 Stück gegönnt. Ich weiß nicht, ob die alle 10 jetzt dabei sind, aber mal schauen, was er da Gutes bekommen hat. Ein Kleinstein mit 93 und 15 Angriff ist schon mal eine coole Sache. Geowatz immer noch richtig geniales Pokémon. Ein Pipi 89. Ja, für den Lucky-Eintrag, okay, kann man mal mitnehmen. Habitag 89 ist jetzt auch nicht so besonders. Smetbo 91. Finde ich wiederum cool, weil Smetbo immer noch cooles Pokémon. Ein Arcani 91, wenigstens über 91%. Ich weiß nicht, ob Marco auch seinen Lucky Dex füllen will. Dann hat er hier natürlich einiges mitgenommen. Rosana 90, 12 bis 15. Das geht natürlich besser. Trotzdem gut, dass er den Lucky-Eintrag erstmal hat. Ulnona 91, aber auch kein gutes Pokémon. Starmie 91 ist auch ein cooles Pokémon, aber auch nur 14 von 15 Angriff. Blitzer 98, das also wenigstens mal ein dicker Brocken, weil Blitzer eins meiner Lieblings-Pokémon gewesen, immer von Generation 1 auch. Bei jedem Raid habe ich meinen Blitzer rausgeholt, weil das übelst schnell immer angegriffen hat und draufgehauen. Aquana, Blitzer, die zwei Top-Entwicklungen damals gewesen. Flamara hat richtig abgekackt. Meiner Meinung nach und ein 98er leider nur mit 14 Angriff, trotzdem alle Werte sonst auf 15, also richtig gute Sache. Golking, das kann er ja umbenennen jetzt in Goldking, auch mitgenommen natürlich und das war's auch schon. Waren das 10? Schreibt's mal unten rein, wenn nicht, schreibt's nicht rein, dann weiß ich, dass es nicht 10 waren oder dass es einfach keiner geguckt hat. Aber der Tobi hat noch ein 98%iges Carvador bekommen aus der Feldforschung Level 15, seht ihr hier, gerade aus einer Quest bekommen. Der Brian hat uns gezeigt, auf dem Markt, da saß wieder mal ein Mankey mit 98%, Level 20, hätte genauso gut auch aus einem Ei sein können, saß aber glaube ich hier auf dem Markt mit 15, 14, 15, auch richtig gute Sache, wer kein 100er hat, hätte sich das holen können. Danke fürs Bescheid sagen, außerdem der Kenny, steht da ganz groß oben drüber, da steht nicht Horsty, da steht Kenny, auch mit einem Shiny Macholo und das Bild fand ich auch cool, wie man das Handy so sieht, das wirkt einfach richtig genial mit seiner selbstgebauten Handyhalterung da hinten mit den drei Strap-on-Gummis, 555 hat das hier. Ja, man kann sogar seine Hand sehen, als würde er gleich da auf das Handy drauf pochen. Dann habe ich mein 100% Kyogre mit reingenommen. Ist natürlich nur eine Mantax. Ich weiß gar nicht, wo das her war. Das ist mir plötzlich wieder unter die Augen gekommen, dieser Screen. Deswegen habe ich den einfach mal gepostet aus Spaß, weil mir das eingefallen ist noch. Habe ich auch mal mit reingenommen. Level 33 natürlich. Pupsi, endlich, hat auch ein Shiny Macholo bekommen. Nach Ewigkeiten ging es dann los. Der Quede hat einen Shiny Cossilla gebrütet. Auch coole Sache, fehlt mir natürlich auch noch. Und ja, Rosana habe ich bei keinem bisher gesehen. Entweder traut sich keiner, das Cossilla zu entwickeln. Oder es sind hier noch nicht so viele im Umlauf. Xtreme, Kenny hat wieder zugeschlagen. Die haben wieder mal getauscht. Und wie immer, der Xtreme bei dem
da werden die 100er nach dem Tauschen einfach 100, also die Pogis werden einfach 100, aber die werden nicht Lucky. Bei anderen, die müssen unbedingt einen Lucky bekommen, damit es mal gute IV hat. Bei ihm werden die Viecher einfach so auf 100%ig, auch ohne dass sie Lucky werden. Wieso hast du so einen dämlichen 3D-Drucker gekauft? Ich? Weil? Und dann sieht man ja, wie man sich sein eigenes Dragosso einfach basteln kann zu Hause. Obwohl das ist eigentlich richtig Mist, das macht man nicht. Ihr seht ja, das fühlt sich total unwohl. Ich glaube nicht, dass es die Augen zusammenkneift, weil es lacht. Aber ja, es gibt halt so Leute, erstmal lachen, aber eigentlich ist es trotzdem doof. Das fühlt sich sicherlich unwohl, aber auf den ersten Blick, Leute, die sind so natürlich, die machen immer nur Quatsch. Dann habe ich meinen 100% Schlurbleck entwickelt. Das habe ich auch in einem extra Video gezeigt, glaube ich. Grüße an Ismo natürlich an der Stelle, der immer gesagt hat, wann machst du mal einen Schlotzamon? Hier habe ich es gemacht, sieht er jetzt, wunderbar. Dann der Bockwurstking nochmal, hat ein Shiny Dratini gebrütet, das kam aus einem 10er-Ei. Das ist mir auch schon passiert, ihm jetzt also auch, das seht ihr hier, richtig gute Sache. Habt ihr schon mal einen Dratini als Shiny aus einem 10er-Ei bekommen, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil Shinies aus Eiern sind immer noch mal was Besonderes. Der Hoffi hat 100% Macholo bekommen auf Level 27, auch richtig gutes Level schon. Natürlich gleich entwickeln, hochziehen, maxen, Macholo-Armee, also Machomai-Armee darf bei keinem fehlen. Jetzt nach dem Event erst recht nicht. Dann hat Pupsi auch noch einen Shiny Mankey bekommen hinterher. Glückwunsch natürlich an der Stelle. Damit war es eigentlich vorbei. So hat sie wenigstens von jedem eins gehabt. Reicht ja auch. Dann der Linke hat mich auf was hingewiesen, das fand ich auch richtig witzig. Otaro, ich habe ja so ein Video gemacht über Vorbereitung für die Generation 5. Hab da vorgelesen, Otaro. Und Otaro war jetzt also, ich weiß jetzt gar nicht. Otaro war ja, glaube ich, der Wasserstarter, eben wie Shiggy. Und ich habe da irgendwie gemeint, Otaro, natürlich der Pflanzenstarter, also das Shiggy sozusagen. Und das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich statt Wasser natürlich Pflanze gesagt habe. War ein bisschen verwirrt, wie immer halt. Richtiger Ramse, würde der Marius jetzt sagen. Und das habe ich auch dann drunter geschrieben, das würde der Marius jetzt sagen, richtiger Ramse. Ich habe um das zu erklären, ich habe damals bei einem Turnier mitgemacht, 2012, habe das gewonnen, also so ein Battle-Turnier mit Audios. Und der Marius hat mir damals versprochen, ich kriege da so ein T-Shirt zugesendet, wo von dem Turnier, wo drauf steht dann das Turnier, das ich gewonnen habe und bla bla bla, so ein richtig cooles Shirt. Und er hat jetzt wirklich 7 Jahre gebraucht, bis er endlich mal das T-Shirt geschickt hat und die Zeit hatte, das zu designen. Und dann hat er mir das geschickt, dann kam das an und da steht statt MC Ramses einfach nur MC Ramse drauf. Da fehlt das S hinten einfach. So richtig schusselig. Er braucht 7 Jahre, um das zu schicken und dann ist es nicht mal korrekt. Dann ist ein Schreibfehler drin, dann fehlt ein Buchstabe und so wurde aus Ramses einfach nur Ramse. Und das war so dämlich, wir haben uns da so drüber lustig gemacht, dann auch in der Jurygruppe und in der ganzen Battlegruppe. Und das war so genial und alle haben sich an den Kopf gegriffen, dass immer wenn irgendwas dämlich ist oder irgendwas schusselig, genau, Schusseligkeit oder tollpatschig, richtiger Ramse steht einfach nur für die komplette Tollpatschigkeit einer Person, die es geben kann. Und das eben genau so eine Sache gewesen. Ach, natürlich der Pflanzenstarter, also das Schicki sozusagen. Richtiger Ramse. Wer würde sonst sowas sagen? Und da finde ich das gut, dass Crazy O das ins, also Marius, das ins Leben gerufen hat. Denn das kann man jetzt immer mal mit dem Hashtag verlinken bei irgendwelchen dummen Sachen. Dann Pupsi aufgestiegen, auch auf Level 40, endlich, obwohl, das sieht man mal wieder, wie schnell es geht. Früher musste man so viel machen, um Level 40 zu erreichen. Sie hat relativ spät jetzt auch angefangen, ihren Account zu machen. War auch jetzt nicht so krass aktiv, hat meistens wirklich nur einen Raid pro Tag gemacht. Nicht wie andere, die da 20 Raids am Tag machen, jeden Raid mit Glücksei und alles mitnehmen. Sie hat also eher gemütlich gespielt, aber trotzdem jetzt schon Level 40 erreicht. Das zeigt einfach, wie krass es mittlerweile ist, auch zu leveln, auch durch das Freundschaftssystem. Die Heike hat, so weit bin ich noch nicht, ganz so weit bin ich noch nicht, Level 37 erreicht, aber wie gesagt, Level 38 ist erstmal das Ziel, das ist das Wichtigste, dann könnt ihr eure Pokémon maximal pushen. 39 und 40 sind eigentlich komplett egal, ist nur zum besseren Aussehen. Was ich dann letztens vergessen habe, ich bin auch aufgestiegen auf beste Freunde mit King Zapdos.
ja das extra in einem Kommentar oder ein Video geschrieben und erwähnt. Habe ich deswegen jetzt mal hier einen Screen gemacht. King Zapdos, Team Gelb, Beste natürlich hier. Und mit seinem Shiny Gramurks auf der Schulter. Ich habe ihm gesagt, bei seinem King Zapdos Junior, wenn wir da aufsteigen, da habe ich es bestimmt drin, da vergesse ich es nicht, den Screen zu machen. Und den nehme ich dann auch noch mit rein. Dann der Hoffi wieder mal, hat getauscht, hat einen Glücks-Dratini bekommen mit 96% und 15 Angriff, 15 Verteidigung, kommt auf 3775, würde ich auch hochziehen, richtig gute Sache natürlich, kann man immer mal mitnehmen. Und ein Lucky Nokchan auf Level 5 mit 91%, hätte das jetzt 15 Angriff, hätte ich das auch sofort hochgezogen natürlich, weil ihr spart ja den Sternenstaub. Da könnt ihr auch von Level 0 auf Level 100 pushen. Das ist dann gar nicht so schlimm. Voice hat uns gezeigt, eine siamesische Arena. Ihr seht, da ist eine gelbe und eine blaue ineinander geschlüpft. Kann mal passieren. Ist natürlich lustig, wenn man mit dem Go Plus unterwegs ist, ist das kein Problem, die zu drehen. Wenn man die per Hand drehen will, hat man manchmal Probleme. Dann dreht ihr und dreht und dreht. Ihr kommt aber immer nur genau auf die eine drauf und ihr kommt gar nicht an die andere ran. Aber coole Sache für einen Doppelraid natürlich. Wir haben jetzt auch oben zwei nebeneinander. Zwar nicht so krass ineinander gehakt, aber trotzdem, zwei auf einem Fleck ist immer schön. Und von Voice kommt auch ein weiteres. Er hat einen Farbigel gefangen. Das gleich doppelt irgendwie, denn er hat einen Farbigel bekommen, hat dann das Farbigel fotografiert und hat beim Fotografieren des Farbigels ein weiteres Farbigel bekommen, weil das ins Farbigelbild reingeigelt ist, reingehüpft ist. Und so kann man es auch machen natürlich. Muss ich auch mal wieder machen, habe ich jetzt die ganze Zeit schon wieder vernachlässigt, fällt mir gerade auf. Aber lustige Sache, dass im Farbigelbild ein Farbigel ist und auch der Blick schon alleine, richtig genial. Dann gab es gestern wieder, das war gestern genau, den X-Raid an der Brücke der Technik. Ist jetzt leider schon vorbei. Die nächsten Einladungen sind natürlich schon raus. Ist dann wieder am Schwimmbad, das wechselt ja hier eigentlich immer ab. Brücke der Technik die eine Woche, dann Brücke des Schwimmbads, Schwimmbad Hildburghausen die andere Woche. Und so kann man, während die eine gesperrt ist, an der anderen raiden. Während das dann raus ist und die frei wieder an der raiden, so kann man sich immer schön abwechseln. Der linke Networks hat ein Bild noch in die Gruppe gepostet von der komischen Hütte am Schafsteich. Die Wanderhütte, die Holzhütte, die keine Ahnung. Während des Events, und ihr seht, die ist auf Gold, obwohl man nur 10 Tage und 13 Stunden drin gesessen hat und nur 300 Snacks gefüttert. Sonst ist es ja, ihr müsst wirklich, glaube ich, 24 Tage in einer Arena sitzen bleiben, um die auf Gold zu bekommen oder halt viel dran raiden oder füttern oder sonst was oder keine Ahnung. Aber durch das Event, wo es ja wirklich die doppelte Arena-Punktzahl gab und die doppelten Arena-Punkte, hat man es also geschafft, auch in kurzer Zeit eine Arena auf Gold zu bringen. 10 Tage ist nicht viel. Ich weiß nicht, ob auch Raids dran gemacht wurden, kann man ja daraus nicht sehen. Ist leider auch nicht von ihm und vielleicht hat es auch nur 9 Tage gedauert, wer weiß das schon. Auf jeden Fall gute Sache gewesen, das Event, wer auf Gold-Arenen geht. Dann auch noch meine Ausbeute vom Kampf-Event. Ich hatte insgesamt also 6 Mankeys bekommen und 7 Marollos. Natürlich manche auch auf einem zweiten Account und dann rübergetauscht. Aber ich versuche das immer so zu timen, dass wenn das Event um ist, ich wirklich alles zusammen auf einem habe, um das zu präsentieren. Sodass ich die ich mir rübergetauscht habe, behalte und entwickle. Und die ich selber gefangen habe, frei habe zum Tauschen gegen andere. Ist eigentlich eine gute Sache. Schlubuck mit Hut zeigt uns der Marco hier noch. Und ist ja klar, bei dem Wetter, es regnet, will man sich natürlich schützen, setzt man sich mal einen Samurzelhut auf. Oder Rettern kuschelt Habitak. Und da hat man erst gedacht, okay, das ist typisch, wenn die Schlange zupackt und den Vogel würgt und frisst. Aber schaut doch mal, wie friedlich es einfach guckt. Das ist kein Angriff, das ist Liebe. Die mögen sich wirklich. Das sieht so friedlich aus, einfach nur. Richtig gute Sache. Danke für das Bild, Marco, an der Stelle nochmal. Dann der Extreme mit einem Shiny Minun. Hat er, glaube ich, so gefangen. Glaube ich nicht, dass das geklickert ist, aber auch richtig gutes Level natürlich. Glückwunsch an den neuen Rekordhalter, schreibt hier der Kenny. An die Heike, die jetzt schon
133 Tage in einer Arena rumsitzt und rumhaust, auch richtig gute Zeit. Also die ist auf jeden Fall auf Gold. Selbst ohne Kampf-Event wäre das auf Gold gewesen. Der Mützenmann mit einem Shiny Natu auf Level 11 und 96%. Glückwunsch auch dafür. Wie gesagt, Shinies mit guten IV sind eigentlich relativ selten, kommen aber immer mal wieder vor. Dann habe ich natürlich mein Perlu Reloaded Video auch die Woche irgendwann hochgeladen, wo man gesehen hat, dass ich mittlerweile auch einen Shiny Krabby bekommen habe. Darauf bin ich besonders stolz. Das ist eine richtig coole Socke. Ihr seht, da habe ich noch 2,5 Millionen Staub gehabt. Jetzt nach dem Kampf-Event habe ich über 4 Millionen gehabt oder irgendwas. Das ist auch eine gute Sache. Und während des Perlu Reloaded Videos habe ich auch gezeigt, dass ich aus den Quests damals also dann ein 100% Perlu auch bekommen habe. Würde ich so lassen, würde ich jetzt nicht entwickeln, weil ich finde die anderen zwei, Alabis und Saganabis, sind so hässlich. Dann lasse ich lieber das Perlu drauf. Das ist roh, das ist unverbraucht und das sieht richtig süß aus. Nehme mal lieber das. Dann ist noch was ganz Trauriges passiert zum Abschluss. Hast du bei Raider Mittwoch das mit meinem Mamudel reingenommen? Nö, eigentlich nicht. Ist ja kein Highlight. Doch für mich schon, und zwar ein Highlight-Untergang. Okay, ich werde es erwähnen, beziehungsweise eine Schweigeminute einlegen, denn es gab letztens das Problem, Niantic und die Server haben wieder rumgesponnen, viele Leute haben gesagt, sie kommen gar nicht ins Spiel rein, und dann sind die Leute reingekommen, auf Facebook hat man gelesen, manche haben gesagt, hä, bei mir fehlen Pokémon, ist das normal? Dann haben sich andere gemeldet, gesagt, ja, bei mir auch. Der Brian hat auch in der Gruppe Bescheid gegeben und hat gesagt, ihm fehlt ein Mamutel, aber nicht irgendein, sondern ein 100%iges vom Community Day. Dann hat Hosti gesagt, ihm fehlt auch irgendwas. Kenny hat gesagt, ihm fehlt auch irgendwas. Und das ist das Ding, es kann ja nicht sein, dass man sich Mühe macht und fängt und aufspart und entwickelt und tut. Und dann sind einfach die Viecher weg, einfach so aus nichts. Das würde jeden natürlich ärgern. Und gerade bei einem 100%igen Mamudel, ist das natürlich richtig ärgerlich. So ärgerlich, dass ich die ganze Zeit grinsen muss. Denn gerade jetzt, wo Rayquaza an dem Raid-Wochenende zurückkommt, wäre das ein Top-Eisangreifer gewesen gegen Rayquaza zum Einsetzen. Kann man leider nichts machen, und wir legen jetzt mal eine Schweigeminute ein für Brian, dem sein 100% Mamutel abhanden gekommen ist, das einfach nicht mehr da ist. So, das war die Schweigesekunde. Habe ich Minute gesagt? Nein, dafür haben wir leider keine Zeit. Die Schweigesekunde war da und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und da ist er, der Schocker der Woche, passend zum Kampf-Event, zum Battle Showdown, ein 100% Shiny Mahomai auf Level 40 mit 3056 WP, und das Ganze kommt von Zennan, wenn man den so ausspricht, Zennan, wunderbar, richtig gute Sache, der hat wahrscheinlich immer Glück, der hat auch noch mehrere gute Hunderter auf der Hand, aber das hat jetzt zum Thema gepasst. Das war gut, das war der Abschluss vom Kampf-Event und der Abschluss von dieser Raid am Mittwoch-Folge. Ein 100% Shiny Mahomai, der grüne Hulk mit 3056 WP. Das war's aber von meiner Seite aus und von eurer natürlich auch. Das war, glaube ich, sogar die 20. Folge Raid am Mittwoch. Jubiläum! Hey! Und wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut! Euer Ramses.